Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Ich hatte heute meine Existenzprüfung. Heißt also, wenn ich die nicht bestehe, was mache ich denn dann eigentlich? Wie dem auch sei, ja, nachgetane Arbeit ist vorgetane Arbeit. Heißt also, heute geht es wieder um den Fiat 126 von Basti, der gerade einen toten Vogel entsorgt. also heute geht es darum, eine kurze Bestandsaufnahme zu machen, was also alles an dem Unterboden gemacht werden muss, bevor er dann zum Lackierer kommt. Hast den Vogel entsorgt? Ich glaube, man sieht dich da hinten. Ja? Fliegt wie ein Dachfall, wenn man den wirft. Ja, bevor es dann quasi mit dem Punto weitergeht, der muss nämlich auch mal fertig gemacht werden. Ich würde sagen, lass uns das Ding mal irgendwie hochkriegen. Okay, also brauche ich die schon mal neu, dann kommt der auch direkt neu. Blattfedern kommen auch neu, Halter kommen neu, Schrauben, Lager kommen neu. Ja. Ja. Aber ich werde das Motorfahrwerk schon erledigt. Der von neu. Ja, vor einmal alles. Vor einmal alles. Oh, da hat er Rost. Da war Bombenweizen da unten. Gut. Ach, da ist nichts übles. Die hat schon mal noch umgepuppelt. Aber soweit sieht das eigentlich gar nicht so verkehrt aus bei dir. Ich kann nur sagen, jetzt haben wir sehen lassen sollen. Ja, die Lager sind natürlich alle was anderes. Cool, das ist Fritte. Ja klar, nach so langer Standzeit sowieso. Oh, guck mal, kannst du durchgucken. Das ist normal, das ist ein Wasserablauf. Die hat den hier auch. Okay. Das ist hier. Schick! Das muss so. Das ist für die Hydrodynamik. Die Achsschwinge ist nicht mehr so schön. Bröselt so viel. Das ist ja leider kein Lack, der hier bröselt. Schön wär's. Ach, schön wär's. Bremstrommel, Ankerblatt ist auch alles Knülle. Kommt sowieso neu. Alles, was komplette Bremsanlage kommt neu. Seile, Züge kommt alles neu. Gut, besorge ich hier drin. Kommt neu, identisch. Also eigentlich kommt das komplette Auto drin. Im Grunde genommen, ja. Vor allem die Vorderwand muss ich frei machen. Wird hier was geschweißt hier. Natürlich super für den Zugang. Ist nicht irgendwo dran. Vom Zugang her? Vom Zugang scheiße. Hupenkabel sind noch da. Auch ein bisschen korrodiert, aber Stecker mache ich hinterher. Elektronik kommt sowieso alles neu. So, Basti, die kleine Schnecke, hat sich eine Liste gemacht von den Teilen, die er braucht. Heißt also, das Video ist auch quasi schon wieder vorbei vom Fiat. Ich sag dir, sonst fahr ich über den Haufen. Ich werde dich gleich überfahren, das ist Körperverletzung, ja. Heißt also, das Video von der Bestandsaufnahme von Neißigkeit her vom Fiat 26 ist vorbei. Bin mal gespannt. Sieht auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht aus von unten. Ist halt nur viel... viel an der Fahrwerkstechnik, die gemacht werden muss, also quasi einmal alles neu. Ja, und ich würde sagen, jetzt machen wir mit dem Punto weiter und für euch heißt das, es gibt ein neues Video und für mich heißt das, bis gleich.